Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist heute Sonntag, 24. Juli. Wir wollen kurz die Ereignisse der vergangenen Tage zurückanalysieren. Bei mir im Studio ist Robert Vogel. Herzlich willkommen, Robert. Hallo. Wir hatten eine ereignisreiche Woche hinter uns. In der Türkei hat es einen Putsch gegeben. Wir haben einen Friedensmarsch, der nächste Woche in Kiew ankommen wird. Und dann hatten wir noch eine Schießerei in Deutschland, nach unseren Medien. Aber natürlich ist auf der Welt sehr viel mehr passiert. Wir haben 80 Tote in Afghanistan gehabt. Wir haben 120 Tote in Syrien gehabt. Es gibt noch viele Sachen, die in unseren Medien nicht berichtet werden. Gehen wir mal nach Deutschland. Was ist dort passiert? Ja, da ist je nach Medienberichten hat das angefangen mit einem wahnsinnigen Terroranschlag. Drei Schützen mit Langgewehren sind da unterwegs gewesen am Anfang. Das wurde dann etwas zurückgenommen, die ganze Geschichte. Es war dann noch einer am Schluss und der hatte eine Pistole, eine Glock, also dieselbe Pistole wie der, glaube ich, norwegische Attentäter mal gehabt hat. Und jetzt hat man mal die Vergleiche noch gemacht, dass zwischen diesen zwei Attentätern. Interessant ist da zum Beispiel herausgekommen, dass beide halt irgendwo in psychiatrischen Behandlungen war, bevor das passiert ist. Und wenn man ihn psychiatrisch behandelt ist und ich ein Attentat machen will, offenbar ist er auf dem Dach eines Parkhauses gewesen und hat den Nachbarn geschrien, ich bin in psychiatrischer Behandlung. Würdest du das machen, wenn du ein Attentäter bist, dass du auf dem Dach sagst, ich bin in psychiatrischer Behandlung und habe nichts damit zu tun? Ja, vielleicht schon, wenn du neben dir stehst. Die ganze Geschichte, wenn man das so im Spielejargon anschauen würde, so, es gibt ja die Ego-Shooter-Spiele, da steht eine Beitbreinig da, dass das Foto oder das Video hat es ja gegeben. Ich glaube, das ist auch echt, wo er da vor dem McDonald's stand und da auf die flüchtenden Leute geschossen hat. Das sieht ja wirklich nicht aus, als ob das ein normaler Mensch tun würde, außer er hat gar nicht das Gefühl, dass er das tut, sondern er macht das irgendwie wie in einem Spiel. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein junger Mann, der zum ersten Mal eine Pistole hat, so treffsicher ist? Gleich null. Also wenn er nicht vorher geübt hat, dann denke ich nicht, dass er da tatsächlich wer treffen würde. Vor allem, es ist wirklich schwierig, einfach für jemanden zu schießen. Ich glaube, ich habe mit sehr vielen Offizieren gesprochen, die eine Pistole haben. Und das braucht einiges Training, um überhaupt eine Person aus naher Distanz tödlich zu treffen. Ja, das braucht es. Und eben einmal schießen ist eins, zweimal, aber er hat die ganze Magazine da leer geschossen. Sieht doch ziemlich, entweder hat er getrainiert oder er stand wirklich neben sich, das könnte vielleicht auch gewesen sein, dass er eben einfach das nachmacht, was ihm vorgegaukelt wird, beziehungsweise vorgezeigt wird in den Spielen. Und er ist jetzt diese Spielfigur, merkt aber nicht, dass er im realen Leben steht. Mhm. Jetzt ist der Ansichtsgeschichte noch etwas anderes recht merkwürdig. Es gab da einen Pressefotografen namens Richard Gutjahr, der war in Nizza zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat da dieses Massaker von Nizza fotografiert und war jetzt auch wieder in München zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit mathematisch, dass die eine und dieselbe Person mit der Kameraausrüstung zum richtigen Zeitpunkt an diesen richtigen Orten ist? Kann man gut vergleichen, zum Beispiel mit Lottospielen, kennt jeder. Also es ist doch relativ selten, dass man da einen Sechser hat, dass man alle Richtungen hat. Und das wäre so, glaube ich, wie wenn man von hier nach Delhi fährt und dann einfach zufälligerweise anhält und das wäre dann die richtige Lottozahl. Also dass dann tatsächlich auf einer Fläche von Europa jemand dann da auftaucht, wo dann eine Schießerei beginnt. Lottospielen ist einfacher, also unwahrscheinlich. Was mir auch gefallen ist, ist dieses ganze Tohuwabohu um diese Schützen
herum. Es hat ja Polizeiaufgebot gegeben. Und wenn man die Polizisten richtig angesehen hat, waren die zum Teil gar nicht richtig ausgerüstet. Die haben so Pseudowarnwesten angehabt, zum Teil mit Turnschuhen gehabt, Selbstschutz praktisch überhaupt nicht. Und an einem Foto habe ich gesehen, dass sie sich auch strategisch gar nicht richtig positioniert hätten. Wenn sie hätten schießen müssen, hätten sich die eigenen Leute über den Haufen gehabt. Ist es nicht auch ein bisschen so, dass man jetzt, nachdem Frankreich eine Terrorwelle hat, dass man die auch in Deutschland will? Es scheint so, ja, sie wollen jetzt auch einen Terroranschlag haben. Das gehört dazu heute, zu quasi zum guten Ton, dass man auch so einen Anschlag hat. Man hat dann auch Postenwenden ja dann, sobald jetzt auf dem Spiegel gelesen, dass, glaube ich, der Innenminister schon gesagt hat, jetzt müssen wir auch die Bundeswehr im Land einsetzen. Also ich denke, auch diese Rede ist schon vorbereitet gewesen. Also braucht man natürlich zuerst mal einen Anschlag. Gut, offenbar hat diese Attentäter mit der Axt, ja, das ist ja auch noch letzte Woche gewesen, war ja ein Afghane mit einer Axt, der auf Hongkong-Chinesen, glaube ich, losgegangen ist, etwas, was überhaupt nicht passt. Und wie übrig hat die Polizei dann es nicht fertiggebracht, den kampfunfähig zu machen, sondern man musste ihn direkt erschießen. Ja, muss man, weil das ist so eine gewaltige Drohung mit einer Axt. Man kann ja auch nur in den Kopf schießen. Also ja. Das rief man am besten. Also in Knie oder so oder in die Schulter. Weil ich habe noch niemanden gesehen, der mit einer Axt rumschwingt, wenn er einen Schulterschuss hat. Ich glaube, dann lässt er das Ding ziemlich schnell fallen. Das ist auch bei Gewehren so. Ich meine, man kann mal auf die Hand schießen, dann fällt die Pistole automatisch aus der Hand. Also. Das war ja nicht irgendwelche Dorfpolizisten, die diese Person verfolgt haben, sondern das waren Sondereinsatzkräfte. Und ich glaube, die sind für das Neutralisieren und das nicht-letale Neutralisieren von Personen geschult. Sollte man denken, ja. Und vor allem man ist natürlich schon etwas dann auch verunsichert, wenn so Einzeltäter tatsächlich da ein riesen Polizeiaufgebot da aktivieren. Sie dann nicht mal fertig bringen, den einfach nochmal am weiteren Rummorden dazu innezuhalten, sondern einfach nur zu erschießen, das kann es ja nicht sein. Ich meine, da brauche ich vielleicht 1-2 Leute, wenn ich das machen will. Ich glaube, die aus einer gewissen Distanz, vielleicht noch 50 Meter, mit einem normalen Gewehr dann einfach zur Strecke bringen. Das ist ja wirklich kein Problem. Also das sollen die Jäger anstellen, die können das nämlich. Und jetzt haben wir, glaube ich, in allen drei Attentaten, Nizza, dieser Zugsattentat und in München, haben sie immer Allahu Akbar gerufen. Ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner. Oder es sind immer Islamisten gewesen. Will man offenbar die Bevölkerung in der Welt konditionieren, dass der Islam der nächste Feind ist? Ja, ich denke, ja, das ist sicher ein... Wobei man es nicht so offensichtlich machen will, weil das hat man jetzt in der Berichterstattung gesehen, beim letzten in München, das ist ja ein Deutsch-Iraner. Das ist kein Iraner, der in Deutschland lebt, sondern ein Deutscher, der irgendwie iranischen Hintergrund hat. Dann hat er eigentlich mit der ISIS dann nicht so fest was am Hut. Also weil sonst würde es ja auffallen, wenn man immer sagt, das ist einer, der von der kommt. Aha. Das wäre so wie inszeniert, sonst natürlich nicht. Wie heißt diese Organisation jetzt eigentlich? ISIS oder IS? Je nachdem, welchen Gott das man dann huldigt. Aha, ja, ja genau, ja, das kommt auch davon. Das war aber ein ägyptischer, oder? Ja, ja, mittlerweile ist ja klar, dass auch diese Organisation nicht ohne die großzügige Hilfe von Katar, Saudi-Arabien und Washington zustande gekommen ist. Ja, ich denke, dass, wenn ich so anschaue, was so Krieg kostet, dann denke ich schon, dass irgendwelche Geldgeber da was geben müssen, weil wie wollen sie sich an sich dort finanzieren? Weil ich meine, wenn man es hier machen würde, okay, da kann man das schon irgendwie erpressen, da gibt es genügend Bargeld oder auch Möglichkeiten, da zu Geld zu kommen. Aber wenn ich schaue, die sind die Wüstengegenden, ich denke, da kriegt man nicht viel raus aus den Dorfbewohnern. Die sind dann, da ist wahrscheinlich gar nichts, also muss man irgendwie anders, das mit dem Rauben funktioniert da nicht so wirklich. Und die Leute zu verkaufen geht auch nicht mehr, da haben wir ziemlich Überfluss. Zeitlang hat sicher funktioniert, mit Organhandel zum Beispiel viel Geld zu machen. Oder auch heute. Heute haben wir aber so viele Flüchtlinge, dass ich denke, dass auch dort der Preis für solche Menschen, ich mache es ja ganz, ganz brutal,
in den Keller gefallen ist. Ja, es gibt auch keine Schiffe wie vor Somalia, die man kapern könne. Eine kurze Frage, hat man eigentlich in Nizza und in Paris auch irgendwelche, in München auch irgendwelche Pässe gefunden? Ich glaube diesmal nicht, oder? Die Passhinterlegung, die ist jetzt momentan vorbei. Ja, keine Ahnung, wie sie so schnell natürlich die Identität dieses Täters herausgefunden haben. Mhm. Aber sie haben sie offensichtlich, sie haben auch die Wohnung, wo er sei noch in der älteren Wohnung, haben sie gestürmt und da haben sie natürlich dann sofort auch Waffen gefunden, größeren Ausmaßes. Und die, und das ist ganz wichtig, sind im Darknet gekauft worden. Das haben sie auch schon herausgefunden. Ah, das heißt im Klartext, man muss dieses Netz auch in nächster Zeit überwachen, um sogenannten Terroristen besser verwenden zu können. Richtig. Ich weiß zwar nicht, wo der andere Axt her hat, ob das vom Baumarkt oder auch vom Darknet. Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Jetzt schauen wir mal zu den Ereignissen in Istanbul. Man hat Erdogan ist in Ungnade gefallen, nachdem er ja ein paar Schiffe Richtung Gazastreifen geschickt hat. Das hat dann dort 10 Tote gegeben vor 2 Jahren. Und ab diesem Zeitpunkt hat eine Erdogan-Bashing-Lawine in den westlichen Medien angefangen. Ist dieser Putsch eine Fortsetzung dieses Erdogan-Absetzens oder wie muss man diesen Putsch ansehen? Ich würde mal sagen, es ist schwierig eindeutig festzustellen, was ganz genau abgeht. Aber man kann einfach die Fakten mal zusammenzählen. Also es ist, Türkei ist ein NATO-Land. Da sind also Leute von Amerika, auch von Deutschland, die sind dort stationiert und die fliegen täglich Einsätze gegen das Nachbarland. Und zum Beispiel auch Russland macht das seit neuer Zeit und sagt, diese ISIS-Geschichte, die wollen wir so nicht akzeptieren, das passt uns nicht. Und ja, da sind dann Vorkommnisse passiert, dass zum Beispiel ja laut Medienberichten Erdogan einen russischen Flieger abgeschossen hat. Und ich denke, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass man den nicht abschießen hätte müssen, sondern man hat den Piloten auch einfach sagen können, schau mal, du bist da auf dem falschen Gebiet, gib etwas mehr rechts. Aber eigentlich spielt das keine Rolle, wir kämpfen ja eigentlich für die gleiche Sache. Das ist ohnehin uns sinnlos. Er hat den gleichen Einsatz geflogen gegen ISIS. War übrigens, um da einzuführen, war auch gegen die NATO-Doktrin. Also die NATO-Doktrin sagt ganz klar, ein solches Flugzeug darf nicht ohne Vorwarnung abgeschossen werden. Das sowieso, eben das ist das deine Geschichte, hat dann natürlich irgendwie Russland zum Handeln fast genötigt. Sie haben dann das sicher auch benutzt, um eben so gewisse türkische Landsleute wieder nach Hause zu schicken. Und das haben sie dann auch gemacht. Und das hat natürlich eben auch mit den Sanktionen dann etwas Problem gegeben in der Volkswirtschaft in der Türkei. Also die haben viel Geld verloren. Ja, aber es ist offenbar auch nicht gelungen. Man konnte die Türkei nicht spalten. Türkei und Russland haben den Weg zueinander in den letzten 3 Wochen wieder gefunden. Interessanterweise hat auch Saudi-Arabien in Russland eine größere Summe offeriert, wenn sie da aufhören. Die Frage ist, ist das jetzt vorbei in der Türkei oder können wir davon ausgehen, dass das Ganze ein Schachzug ist und Erdogan vermutlich in der nächsten Zeit noch größeren Ungemach hat? Ja, also vorbei, es fängt erst an, ist meine geringe Analyse. Ich bin ja nicht Spezialist auf dem Gebiet, aber ich denke nicht, dass es mit dem, dass jetzt quasi man Erdogan im Westen darstellt, dass als quasi einen zweiten Hitler. Wir haben ja Gaddafi gehabt, wir haben Saddam, Ahmadinejad, alle waren, ich meine, der Hitler ist offen ein Multiplikator. Ja, genau, die haben alle meinen Kampf gelesen, wahrscheinlich machen es dasselbe. Also das Zweite ist eben, die Mehrheit der Bevölkerung hat Erdogan eben nicht wirklich, also das muss sich die auch irgendwie erkämpfen. Die Frage ist auch eben ungeklärt, sind diese Vorfälle, auch jetzt der letzte Putsch, wer hat das wirklich gemacht? Ist es Erdogan gewesen? Sind es andere Kräfte gewesen, die ihn vielleicht beraten haben unter Idee, komm, mach das mal, nützt dir? Oder waren es halt Berater, die für die NATO beraten haben und das dann Erdogan gut verkauft haben? Auch das Flugzeug, ehrlich gesagt, wenn das jetzt in der Schweiz gewesen wäre, man hätte aus Versehen da so einen NATO-Flieger runtergeholt, dann würde ich mal sagen, dass auch unser
Bundesrat nicht hingegangen wäre und gesagt hätte, es waren nicht wir. Ja. Sondern man hätte die Schuld auf sich genommen, es ist auf unserem Territorium passiert, also sind wir es gewesen, ob wir das sind oder nicht. Ist ja nicht eindeutig klar, wer das da wirklich gewesen ist. Und wenn ich die Analyse anschaue von älteren NATO-Eingriffen da in den 60er, 50, 60er, 80er Jahre, es ist nicht ganz so geradlinig, oder? Man versucht aber, das Einzige, was man vielleicht als geradlinig anschauen kann, ist, man versucht, so Staaten einfach zu destabilisieren. Also dass der Staat sich selbst quasi auflöst. Das ist ja, in der Türkei hat man schon den vierten Putsch gehabt, jetzt Militärputsch, und ich kann die Reaktion von Erdogan teilweise verstehen. Er hat aber in diesem ganzen Ping-Pong-Spiel, schaufelt er vermutlich jetzt sein eigenes Grab, indem dass er diese Säuberung zu stark macht und damit natürlich sehr viele Gegner im Land mobilisiert. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese ganze Putschgeschichte noch nicht vorbei ist und dass einen zweiten größeren Putsch kommt, zumal die Türkei ja für die NATO relativ wichtig ist. Es ja, ist die Südflanke. Ist ganz klar, auch bei den Säuberungen, wenn ich die Menge anschaue, die da publiziert worden ist, wenn das tatsächlich stimmt, dann haben sie vor dem Putsch und die Säuberungen machen müssen. Das heißt, das Papier müsste schon vorbereitet gewesen sein, weil so schnell kann ich das ja gar nicht machen. So schnell kann ich ja nicht die Leute in 24 Stunden identifizieren, von dem Zeitpunkt weg, der ist gegen mich, der ist für mich. Das mussten sie ja vorher schon wissen. Man muss die Geschichte von Erdogan kennen. Erdogan ist ein Machtmensch und er hat alle Personen auf dem Weg zu seiner Macht so lange gebraucht, solange sie ihm nützlich waren. Und der Mann ist nicht dumm, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, nachdem er das Militär schon viermal geputscht hat, dass ich mir als Präsident auch gewisse Ideen die Listen schon mal schon vorbereitet mal, habe, genau. Um mich dann abzudrücken. Auffallend ist jetzt, dass in Armenien auch Unruhe gestiftet wird, und für uns ganz wichtig und interessant wird es die nächste Woche. Am 6. oder 27. Juli werden drei Pilgerzüge aus drei verschiedenen Städten, Osten, Westen und Süden, in Kiew eintreffen. Wenn das wirklich diese 1 Million Pilger gibt, was passiert dann in Kiew? Dann haben sie wahrscheinlich ein Problem. Aber nur dann, wenn das irgendwann mal unsere Westmedien tatsächlich das auch irgendwann mal bringen würden. Wenn die eben gar nichts bringen, dann können dort wahrscheinlich 10 Millionen aufkreuzen. Das hat ja gar niemand gesehen. Und die machen weiter wie bisher. Also das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Es funktioniert alles natürlich nur, wenn auch der Rest der Welt irgendwas mitkriegt. Ja, der Rest der Welt kriegt das schon mit, weil das Problem ist, wir haben eine westzentrierte Sicht der Welt und wir sind nur einen kleinen Teil der Welt. Und mittlerweile hat auch jeder Staat und verschiedene andere Organisationen ihr eigenes Fernsehen. Und wir sehen, wenn diese Million Pilger wirklich in Kiew ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das 5,5 Milliarden Engagement der Amerikaner in Kiew dann sich in das auflöst, was der Dollar eigentlich heute schon wert ist, nämlich nicht. Das ist tatsächlich möglich. Hoffen wir auch im Grunde genommen für die Ukraine, dass sie zu einer vernünftigen Lösung kommen, weil die Lösung, die jetzt vom Westen vorgeschlagen wird, die funktioniert einfach nicht. Das hat bei keinem Land funktioniert, wird auch in der Ukraine nicht funktionieren. Das wäre dann das erste Mal, wo ein Volk einfach gesagt hat, basta. Ja, genau. Aber so müssen wir es auch grundsätzlich machen. Das ist wahrscheinlich auch die effizienteste und sinnvollste Möglichkeit, eben da den Leuten klar zu sagen, schaut mal, sucht euch ein anderes Spielfeld aus, hier ist jetzt fertig mit Unruhe stiften. Es wird noch interessanter, weil ein Land ganz in der Nähe von uns, Ungarn, da können wir jetzt auch ein bisschen unseren Fokus drauf richten. Es gibt ja den sogenannten ungarischen Exit, der aufgeplant ist. Genau. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, und das möchte ich jetzt auch unsere Leser, auch Zuschauer auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, diese Nachrichten aus Ungarn zu verfolgen. Ich könnte mir vorstellen, dass Otpor auch dort wieder eine Revolution anzettelt. Man würde sie nicht Orange oder Tulpen oder Farben nehmen, sondern man könnte sie zum Beispiel die Gulasch-Revolution nennen.
Genau, ungefähr so, ja. Ja, der Hintergrund ist ja da, dass Ungarn eben versucht, möglichst viel von den Finanzmächten aus dem Westen, ich sage mal so, loszuwerden. Ja, IMF hat sie ja schon. Die hat ihre Schulden zurückgezahlt und sagt, adios, amigos. Genau, ist doch ganz legitim, vernünftig, jedes Land ist das souverän, das zu tun. Ja, nein, das geht natürlich nicht. Man muss verschuldet sein. Ja, Lieber Robert, nur die Schulden bringen Zinsen. Einer, ist der so, auf ja. eigenen Füßen steht, der bringt nichts. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem und das ist natürlich das Problem, das die Banken dann haben, weil die Banken ja im Grunde genommen halt schon von dem leben, dass die Staaten die Leute quasi Misswirtschaft betreiben. Weil Gut. sonst haben sie nicht wirklich in letzter Zeit brilliert, weil eigentlich die Idee wäre ja, dass sie eben Infrastrukturprojekte zum Beispiel sinnvoll finanzieren und dann die Schulden dann wieder dann tilgen irgendwann mal und ein neues Projekt dann wieder finanzieren. Aber so sieht es nicht aus. Sie wollen eben unendlich finanzieren. Sie wollen nie, dass die Leute was zurückbezahlen können. Und das hat jetzt Ungarn gemerkt. Sie sind da auf dem totalen Verliererpfad, weil ihre Volkswirtschaft kann nicht mit den restlicher Welt konkurrenzieren. Das geht gar nicht. Macht auch gar keinen Sinn, muss man auch sagen, weil nach unten geht es ja immer und am Schluss ist immer irgendwer der Billigste. Nur es fragt ja keiner, ob er nicht Schulden machen muss, um seine Produkte zu verkaufen. Also jetzt haben wir eine interessante Konstellation. Wir haben den Brexit im Westen. Frankreich brennt, ist auch immer noch im Ausnahmezustand. Deutschland hat jetzt auch seine Terrorwelle. Noch ruhig ist Italien und Spanien. Ist die Frage, wie lange es geht, bis da wieder die Gladio Stay Behind Organisation auch in Italien Anschläge verübt. Wir wissen ja von Gladio Geheimoperationen, die haben ja skrupellos 80 Tote in Bologna und 200 Verletzte auf sich genommen, damit ja keine kommunistische Regierung in die Macht kommt. Wir haben Ungarn, das nicht mehr dem Diktat der USA gehorcht. Wir haben jetzt eine interessante Situation in der Ukraine. Wir haben einen Paradigma- und Schichtwechsel von der Türkei in Richtung einem neuen Bündnis. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die NATO irgendwann ihre Basis in Incirlik aufgeben muss. Wir haben Armenien, die als Bollwerk dient, ganz in der Nähe der Pipeline- und Gasleitungen, die von Aserbaidschan über Georgien nach Seitan laufen. Wir haben Unruhen in Kirgisistan. Kasachstan hat es auch Sachen gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine größere Umwälzung geopolitischer Art auf uns zukommt. Ja klar, also was man eben auch begreifen muss, es gibt ja immer wieder Veränderungen. Also man will es ja nicht statisch halten. Also vor ein paar Wochen, ein paar Monaten war Iran noch sicher aktuell. Immer oben, immer in der Presse. Jetzt ist es kein Thema mehr oder weniger. Und so weiter. Man ändert eben immer wieder die Gegner, man ändert immer wieder das Feindbild und baut neue Feindbilder auf. Das ist wichtig, dass es eben weiterläuft. Ja, du hast ja. Und das ist eben nicht so, und das hat sich sicher verändert. Also früher hat man eher statisch gespielt. Oder da war klar, der Feind, der ist einfach im Osten. Passt das? War einfach. War klar, man wusste, okay, und wenn es dann irgendwo, wenn man so sozialistisch eingestellt ist, das mit Grün vermischt, dann funktioniert es. Wenn man das mit Rot vermischt, dann ist man Richtung Kommunismus, dann wird es gefährlich, da muss man was tun. Ja, wer ist jetzt? Weil Moment, Moment, grüne Moment, Moment. Sozialisten, der geht natürlich, oder? Moment. Früher war der Feind rot und dann gelb. Und jetzt, was ist er jetzt? Ah, gibt es aus Ja. Rot und Gelb-Grün? Ja, nein, jetzt, das ist eben das, dass man, die Leute sind ja nicht ganz so dumm, wie man sie immer hinstellt. Das sind ja nicht komplette Schafe, das stimmt eben auch nicht. Man muss sich eben interessantere Spielarten ausdenken. Und das ist nicht mehr und nicht weniger. Also macht man das Ganze jetzt quasi bunt. Also das heißt, das Ziel ist eher jeder gegen jeden. Ist natürlich extrem gefährlich, einen jeden gegen jedes Spiel da aufzubauen. Aber wenn man das Ganze im Griff hat, dass man in die Köpfe schauen kann, das kann man denn heute gut. Man weiß die politischen Stimmen und man kennt die Leute, die man eingesetzt hat. Weiß, wie die reagieren und wenn nicht, dann hat man auch gute Möglichkeiten, die sofort wegzuspedieren.
Und so kann man natürlich jetzt tatsächlich ganz gewaltige Spielchen spielen mit nicht mehr so eindeutigen Feindcharakter, wie das früher war. Also du kannst mir vorstellen, dass die Amerikaner jetzt das alte britische Spiel fortsetzen. Die Briten haben immer geschaut, dass sich immer zwei Mächte auf dem Kontinentaleuropa bekämpfen, damit sie die lachenden Dritten sind. Das haben sie über 200 Jahre jetzt gemacht. Ja, und genau, aber es sind nicht mehr zwei, sondern man kann ja das beliebig eskalieren. Ja, ja. Das könnten dann 100 sein, die alle irgendwie gegeneinander, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist tatsächlich Krieg, wo mit Waffen geführt wird. Das andere ist, da haben wir auch schon darüber geredet, über Cyberkrieg, das heißt über Datenkrieg. Ja, und wer hat die Datenhoheit? Wer sagt, wer was dann lesen und anschauen darf? Dann kommen weitere im Bereich Volksgesundheit, dass man sagt, so und so müsst ihr euch verhalten. Dann kommt die weitere Geschichte, wie sind die Beziehungen, wie kann ich da was tun und so weiter. Also es ist auf allen Ebenen, kann man natürlich da quasi versuchen, Einfluss zu nehmen und für sich dann das Beste daraus zu ziehen. Und wenn man das zusammenlegen kann, weil man die Daten auch auswerten kann, dann kann ich auch gleichzeitig auf verschiedenen Spielebenen spielen. Ich kann sogar sich ausschließende Sachen machen. Darum sage ich, die Rolle von Erdogan in Türkei, so eindeutig kann man die jetzt sicherlich nicht bestimmen, weil gewisse Sachen deuten darauf zu, dass er eben, wie du gesagt hast, die NATO raus will. Auf der anderen Seite weiß er, das geht nicht einfach so. Wenn er das macht, könnte passieren, was seinen Kollegen da in Libyen und so weiter passiert, dass er komplett zum Diktator mutiert. Ja, egal, was er tut. Ja, oder? Du musst wissen, der Erdogan ist im Orient und die Orient sind Basari, das sind Händler. Und die vielleicht will er noch seinen Preis ein bisschen wieder nach oben drücken. Kann durchaus sein, ja. Oder was du vielleicht noch vorher noch nicht vergessen hast, es gibt noch den anderen Krieg, den viele Leute nicht begreifen, den Wirtschaftskrieg. Zum Beispiel mit Volkswagen, ganz einfach, man findet einen Abgasskandal. Ja. Die machen ja alle anderen, genau. Firmen machen das auch, aber man will eine deutsche Firma kaputt machen. Einfach, schlicht und einfach. Oder man zwingt die Europäer, Sanktionen zu machen gegen Russland. Aber man liefert selber von Amerika aus die Waren. Das würde ich auch tun. Ich meine, das ist ideal, wenn der andere das nicht kann, kann ich ja dann. Ja, das ist ganz lustig, zum Beispiel auch im Iran, oder? Die größte Coca-Cola-Abfüllfabrik ist im Iran und Caterpillar liefert da unten Ware. Und ich habe sogar auf dem Insel Kish einen großen Öltank gesehen, der Halliburton angeschrieben war. Man sagt, hä, was soll das sein? Oder man muss sich einfach sehen, auf der einen Seite verbietet man das, auf der anderen Seite will man natürlich Geschäfte machen. Das ist richtig. Man hat eben, das funktioniert eben nur, wenn man im Grunde genommen die Kontrolle hat, das heißt, weiß, wie wer dann in etwa reagiert, wenn man dieses Register, das andere Register zieht. In diesem Zusammenhang, wir sind jetzt gleich ein bisschen im Nahen Osten gewesen, ist auch interessant, was mit Saudi-Arabien passiert. Also interessant ist, Saudi-Arabien zu sagen, im Iran sagt man Arabistan, man sagt ganz bewusst nicht Saudi-Arabien, genau. Weil es wäre ja gleich, wie wenn ich sagen würde, Vogelschweiz. Da, die Schweiz ist quasi dein Land, oder? Genau. Und darum sagt man, das ist auch nicht das Land der Saudis, sondern das Land von Arabien. Und was machen die, wenn einmal die Einnahmen aus dem Öl nicht mehr sprudeln? Ja gut, die versuchen ja mit Investments, das kennen wir in der Schweiz ja auch, da werden Hotels gebaut und so weiter. Darum versucht man ja auch, diese Länder zu stabilisieren, dass sie kein Geld mehr haben. Das geht ja, sieht man Griechenland wurde künstlich verarmt, indem man denen Kredit gegeben hat mit einer Rendite von 33%. Das war der Rekord. Aber was heißt Rendite von 33%? Heißt auf der anderen Seite natürlich Zinsen von 33%. Ja. In der Regel hat man das Gefühl, ab 18 wäre dann Wucher. Das ist auch es ist nicht ganz das Doppelte, das sie verlangt haben. Das war von Goldman Sachs, oder? Ja, genau. Und das kann ja kein Land bezahlen. Das ist logisch, ja, dass es nicht geht. Und das war das Ziel. Damit man eben das Land dann kaufen kann. Ja. Das heißt im Klartext, sie haben Geld aufgenommen für 1-2% und haben es für 33 weitergeliehen. Ja, klar, ja. Also, ja, ob das Geld überhaupt jemals existiert hat, das ist die zweite Frage dann. Oder? Gut, wir haben jetzt diesen kleinen Tourhorizont gemacht. Auf jeden Fall, es wird sehr spannend nächste Woche. Nächste Woche haben wir auch spezielle Gäste, die extra hierher kommen, um die Analyse in der Ukraine noch etwas zu vertiefen.
Ich glaube, in diesem Sinn haben wir es genügend gemacht für heute. Und ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie wieder Zeit genommen haben, uns und unseren Analysen zuzuhören. Es würde uns freuen, Sie auch nächste Woche wieder auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. In diesem Sinn, einen schönen Abend.